Willkommen zurück hier bei Halo Reach, das ist Folge 9. Okay, jetzt müssen wir das Ding so bauen, dass es Richtung Supercarrier fliegt. Müssen wir den Activate. Da können wir es also selbst steuern. Ist einfach so wissen, wie man so Alien-Technologie bedient. Ach, egal. Well done, Noble Six. Uppercut initiated. Corvette is underway. Sound cool. Our ride out of here is taking heavy fire. Get back to the hangar. Gut, auf geht's zurück. Häng ich hier gerade irgendwo fest? Ja, so heftig ist es jetzt nicht. Da komm ich aber locker hin. Nicht so viel los. Checkpoint done. Da habe ich doch einen gesehen. So eine feige Socke. Hallo! Der hat gerade sein Schild, sein Schwert fallen lassen. Hat er dein Schwert? Ja, I'm on your side, klar. Na, ihr kleinen Pisser. Ja, in der letzten Folge ging unser UNSC-Ship kaputt. Hey, target's in sight. Und jetzt üben wir gnadenlos Rache. Gummi. Ja, hier reden sie noch nicht in der menschlichen Sprache. Mit der Zeit lernen die menschliche Sprache. Ah, ist so schwer mit dem Ding hier zu zielen. Hinten gibt's Ammunition. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Was ist denn mit der Sniper-Reife? Raketenwerfer, das könnte vielleicht nicht verkehrt sein. So. Defend, okay. Das kriegen wir hin. Auch wenn es ein bisschen ungünstig markiert ist. Muss man ehrlich sagen. Ah, scheiß Schildbastarde. Da sind außer nicht viele Defend-Missionen in dem Teil drin. Fällt mir gerade auf. Weniger Engage-Missions. So, der ist auch noch weg. Auf irgendwas schießen sie noch. Ach, da hinten. Leads. Da, einen noch. Da hinten. Na, Kleiner? Okay, der brennt hier wieder halb aus mit seinem Atemtank. Rücken geschossen. Ist jetzt nicht unbedingt gerade die feine englische Art, aber was willst du machen, ne? Wir sind im Krieg. Wo wird geschossen? Ach, da oben! Ganz, ganz viele kleine. Na? Ja, so ein paar Brocken sprechen inzwischen jetzt schon Englisch. Ich pampel die einfach weg. Geht schneller. Anschießen, hinrennen, draufhauen. Und tschüss. Genick gebrochen. So. Sind noch irgendwo Gegner? Ach, dieser Schild-Nachladesound ist inzwischen auch regelrecht legendär ja geworden. Oh. Elite-Elites. Guck mal. Granate hinter euch. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen mehr Schaden macht, die Granate hinter dem. Naja. Ja. Area secure? Okay. Gut. Number on the door. There's no way back up to the sailors. Level 6, form up on me.
Okay, mit irgendwem muss ich Form ab. Ist George? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Distance is closing on this vessel's refueling track with the Covenant supercarrier. 76 seconds to endpoint. So, it's gonna be like that. Well, I got good news and bad news. Okay. This bird took some fire and our thruster gimbal is toast, which means the only way off this slag heap is gravity. And the good news? That was the good news. Ah. At current velocity, 53 seconds to end yeah, point. Yeah, yeah, yeah. George, nein! Nicht. Bad news is, time is fried. I'm gonna have to fire it manually. That's a one-way trip. We all make it sooner or later. Better get going, Six. They're gonna need you down there. Listen, Reach has been good to me. Time has come to return the favor. Don't deny me this. Der Dreck ist einfach weg. Hey, lass uns. Wir helfen dir da raus. Tell him to make it count. Ja, super. Puh, der Krieg fordert echt seine Opfer hier. Aber gut, der Supercarrier, der wird dabei draufgehen. Gut, der Supercarrier ist weg. George damit aber auch. Diese scheiß Aliens. Penner. Signal lost. Slipspace rupture detected. Gamma station control, reading multiple pings below the orbital defense grid. Slipspace rupture detected. Yeah, we're picking up anomaly too. Are you reading Slipspace it? Rupture detected. Fuck. Slipspace rupture detected. They're everywhere. Slipspace rupture detected. The whole damn covenant. Slipspace rupture detected. Wir haben also nicht mal mehr nur einen kleinen Sieg errungen. Wir haben für nichts gerade einen Spartan Soldier geopfert. Toll. Da kommt doch Freude auf. Fuck. Ja, Reach ist nicht unbedingt gerade eine Glanzleistung der Menschen gewesen. Dafür von den Covenant. Das war pure Masse, was die gegen uns gefeuert haben. Ja, ob das kleine Pistölchen uns da hilft. Wir laufen auch nicht mehr so ganz so gesund durch die Gegend. Da liegt der Rest von George. Ach, uns geht's aber schon wieder ein bisschen besser hier. Vorbei an hässlichen Bodentexturen. Genießen wir einen wundervollen Himmel. Und die Ruinen von New Alexandria. Wahrscheinlich unser nächster Aufenthaltsort. Na, gucken wir mal, was wir hier reisen können. Okay. Finde ich... Ah, hier werden sie doch angezeigt. All available teams advance to Traxxas Tower. Evacuation will commence ASAP. Copy, Dispatch. What's the status of the tower pad? Tower pad is green.
Let's move these civilians before it changes. You got me, dispatch. 4-0. Okay, überall Leichen. Überall ist Zivis. Meine Armeeangehörige. Da sind Alien-Scheiß-Mistviecher. Sterbt, ihr Bastarde. Mein Kumpel auf dem Gewissen. Penner. Lauf du nur weg. Lauft ihr nur weg. Lauft nur weg. Danger close, my command. I can survive everything. Firing FPF-1 at your command. Fire FPF-1, over. Firing FPF-1. Shot. Hold on to your helmets. Suicide Squads durchgehend. Jetzt muss ich hier mit den Waffen hier irgendwie gegen die ankommen. Corvette's still coming. Ich hab ja deine Waffe ein bisschen zu früh gezündet, hä? So. Ich räume jetzt unter euch richtig auf. Ihr kriegt nicht mehr die Chance, euch selbst in die Luft zu sprengen, ihr Wichser. Ja, wenn es mal richtig klar ist, geht hier alle drauf. So muss das sein. Aber zum Thema Rache gibt es auch eine saucoole Mission bei Splinter Cell. Ach, wie heißt der? Der letzte Teil. Bei dem einen Splinter Cell Teil. Echt cool gemacht. Wo er erfährt. Hä? You killed a civilian? Hä? Ich habe auf den Gegner geschossen, der war doch rot. What? Wieso denn die ganze Szene nochmal? Copy, Kilo 4-0. Firing FPF-1 at your command. Okay. Bisschen unfair, nicht? Naja. Gut. Firing FPF-1. Shot. Wir schaffen es auch so. Hold on to your helmets. Gut, also nochmal. Dumm, dumm, dumm. Ihr geht nochmal alle drauf. Wenn ich euch tausendmal um die Ecke bringen muss. Keiner von euch wird diesen Platz jemals wieder verlassen. So. Also nochmal. Und diesmal keine Zivilisten umbringen. Lass da bitte. Warte, dass es hier stehen bleibt. Ja, ja, behalte die Bomben nur. Werde es noch bereuen, Reach angegriffen zu haben. Gut, also nochmal. Diesmal keine Zivilisten niederschießen, auch wenn ich mich ernsthaft frage, wo ich einen Zivilisten verletzt habe. Ach, der... Die, ach, die Brutes! Ach, die Brutes. Da kommen hier die erste Mal die Brutes vor. Was eigentlich lustig ist, da die Brutes in die Covenant-Riege eigentlich erst mit Halo 2 eingeführt wurden. Naja, egal. Die Brutes sind auf jeden Fall sauschwer zu besiegen. Es sei denn, man nimmt ihre eigenen Brute-Waffen. Die haben nämlich eigene Waffen, die Brutes. Halo 3 haben sie dann sogar eigene Fahrzeuge. Und die konnte man doch eigentlich wieder
Dual-Moden oder kann das nur der Master Chief? Auch sein, dass nur der Master Chief Dual-Wielden kann und die normalen Spartans dazu nicht in der Lage sind. Ah. Yeah, I am evil. So, weiter Wichser töten. On to Adrim Elevator. Ich advance. Ja, geht drauf. Das ist immer noch alles für George. Vor George. Schon wieder ein Zivilistenbein in der gemäht. Es rennen denn hier auch die Zivilisten mitten in den Weg rein. Was sind denn das für Zivilisten, die ja alles durch die Gegend rennen? Was soll das denn? Weg mit deinem scheiß Schild. Sie fertig da. Nicht aggressiv wert. So, irgendwo schießen sie noch auf einen. Ach, da oben hat schon einer versteckt. Die, you monsters. Ja, solange du dich nicht mal traust anzugreifen, geht's leider nicht weiter. Genau. Jetzt geht's. So. Ein Aufzug, damit hier ein paar Zivis gerettet werden. We're evacuating a group of civilians on the floor below you. As soon as they reach the cargo port, I'll send the elevator back up. Okay. Everyone find some cover. Stay sharp. Ja, super. Dropships deploying to the courtyards. Watch your flanks. Courtyard. Schon wieder defend. Müssen aber hauptsächlich von da vorne kommen. Es sind hier einige. Alle jetzt draufgehen. So, wieder ein bisschen zurückziehen. Und wieder angreifen. Schild ist wieder ein bisschen da. Ah, Hammer! It's Hammer Time. Can't touch this. Can't touch this. Aber jetzt hab ich seinen Hammer. Hammer! 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 Hammer Time! Auch ein Hammer! Hammer! Hammer Time! Ah, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Tschüss! So. Ich habe zwei Zivis getötet. Ah ja, mein Gott. Aber es war ja schon richtig. So. Die Zivis können sich da jetzt selbst verteidigen. Hammer Time! Woohoo! Hammer! We've got a banshee bomb! There she is, the one they were talking about. Radio's buzzing about you, Spartan.
You feel like jumping? We got an extra jetpack. Cool. Welcome to the Bullfrog. Shut up. Woo! Das ist auch eine coole Mission. Zu den ODSTs, weil die gerade über mich herziehen? Wo ich jetzt lang? Da hoch muss ich. Wie soll ich da hinkommen? Da hoch. Okay. Jetzt hier rüber. Soll ich irgendwie schaffen. Weiter geht's. Mit meinem Hammer. Hammer, 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 Hammer. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Hammer. Einzigartig. Unglaublich. Und Hammer. Ach, herrlich. Leider keine Munition mehr für den Hammer. Aber irgendwo war hier noch einer. Ich suche mal den anderen Hammer. Nachspawnende Gegner oder was? Auch noch Jetpacks. Wo war denn der Kerl mit seinem Hammer? Wo ist der denn hin? Hier war da noch ein Hammer. Ich will meinen Hammer zurück. Wo ist der Kerl hin mit seinem Hammer? Muss er hier irgendwo sein? Ach, scheiß drauf. Gut, der Gag hat es leider aus... selbst ausgemerzt. Ah. Muss ich halt wieder auf herkömmliche Art und Weise die Gegner killen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Rache für George, Hammer Time. Oder einfach nur Culture. Ist ja voll anstrengend hier. So viele Namen, um sich auszudenken. Na? Pussy. Hat euch eure Mama wieder alle gleich angezogen? Ihr Muschis. Bin schon dabei. Na toll. Wer baut denn sowas? Von wo geht's jetzt weiter? Hier irgendwie hoch? Hä? Da muss ich hier gerade wieder raus. Natürlich auch sein. Wenn man wieder durch muss. Ne? Hä? Hab ich denn hier jetzt lang? Hier kann ich nicht durchschießen? Nicht ganz nach oben? Ja, so geht's. Gut, Checkpoint dann. Dann machen wir hier mal Save and Quit. Hier mache ich mal eine kleine Aufnahmepause jetzt. Und dann sehen wir uns in Folge 10 dann wieder, wo wir weiter dafür sorgen, dass George gerecht wird. Und vielleicht kriegen wir ja nochmal Hammer Time mit MC Hammer. Oder eher Markus von Markus in Maul P. Aber... das ist ja faktisch genau das Gleiche. Also, tschüss, macht's gut, bis denne!